Grellbunte Fische, Korallenanemonen. Ein karibisches Szenario, mitten in Bayern. Hier kommt Urlaubsfeeling auf. Mittenmang, die possierlichsten Meerestierchen, überhaupt Seepferdchen. Schon ihr Name klingt nach einem Fabelwesen. Aus dem Lateinischen übersetzt heißt es Pferderaube. Das heißt, vorne der Kopf schaut aus wie ein Pferdekopf und hinten der Schwanz schaut eher aus wie eine Raupe und dadurch der Name Hippocampus Pferderaupe oder Seepferdchen. Halb Pferd, halb Fisch? Tatsächlich ist das Seepferdchen nur Fisch. Etwa 20 cm wird diese Art groß. Ihre Zucht klappt mittlerweile gut. 2 bis 3 mm sind die frisch geschlüpften Jungtiere groß. Bei Seepferdchen bekommen übrigens die Männchen den dicken Bauch. Das Männchen zeigt seine Bauchtasche, öffnet die und das Weibchen legt die Eier in die Bauchtasche, unbefruchtet. Die werden dann erst später vom Männchen befruchtet und der kann diesem Beutel praktisch immer wieder frisches Wasser zuführen, dass die atmen können praktisch, die kleinen Seepferdchen. Und wenn sie dann fertig entwickelt sind, werden sie auf einmal rausgeworfen. Seepferdchen lassen sich im warmen Meerwasser geruhsam treiben. Eile ist ihre Sache nicht. Ihr Futter schwimmt ihnen vors Maul und wird einfach eingesogen. Die Seepferdchen gehören zu den Saugschnapper, genauso wie zum Beispiel Feuerfische. Das heißt, sie ziehen durch einen Unterdruck die Beute ins Maul rein und durch den Unterdruck, den man teilweise auch hört beim Fressen, wird die Garnele zerfetzt und klein gemacht, dass sie das schlucken können. Die Seepferdchen selbst haben wenig zu befürchten. Durch ihre aufrechte Haltung sind sie für große Fische aus der Draufsicht nur ein kleiner Punkt. Und so haben Seepferdchen gute Chancen, alt zu werden, sogar gemeinsam. Denn wenn der Partner nicht stirbt, halten sie ihm lebenslang die Treue.